Ja, mein Name ist Dirk Lottner, bin 42 Jahre alt, habe 16 Jahre aktiv erste und zweite Bundesliga gespielt und habe jetzt vor 6 Wochen Lottes Kicker, meine eigene Fußballschule, gegründet. Mit dem Hintergrund halt junge, talentierte Spieler ein Stück weit noch weiter zu fördern und besser zu machen. Die Fußballschule ist platziert hier in Hürth, Kaltscheuren. Darüber hinaus mache ich dann in den Ferienzeiten auch meine eigenen Camps, die ich hier vor Ort in der Soccer-Arena durchführe, aber auch Vereinscamps, wo ich in die Vereine reingehe und dort gemeinsam mit dem jeweiligen Verein ein Feriencamp absolviere. Eigentlich will ich Fußballprofi sein, damit ich auch mal zu Borussia Dortmund kann, aber das dauert noch sehr lange. Meine Überschrift ist ja auch Erlebnisfußball statt Ergebnisfußball. Hier findet nur Training statt. Ganz individuelles, gezieltes Training, ohne irgendwelche Ergebnisse, ohne irgendeinen Druck, dass du musst jetzt das und das so machen. Beim Training macht mir besonders Spaß die Übungen, das Abschlussspiel und wie der Dirk Lottner uns trainiert. Die Hilfe oder die Unterstützung meinerseits zu sagen, okay, ich weiß, dass es viele Jungs noch gibt, die individuell gefördert werden können, die dort weitergebracht werden können. Und es wäre schön, wenn die durch meine Hände gehen und ich ihnen einiges von meinem aktiven, aber auch von meinem Trainerleben zurückgeben kann, mit der Erfahrung, die ich hatte und habe. Und einfach dafür zu sorgen, dass sie den nächsten Schritt gehen können. Also, an mir macht besonders Spaß das Abschlussspiel, die Übungen, hat er ja eben schon gesagt, und wie wir trainieren einfach. Also jeder, der sich hier anmeldet, ist indirekt ja auch eine Bestätigung dafür, dass die Kinder einfach den Bedarf sehen. Ich weiß auch, dass ich kein Alleinstellungsmerkmal hier bin, dass es viele mittlerweile gibt, die Fußballschulen anbieten, die Camps anbieten. Ja, was ich von mir sagen kann, ist einfach die Tatsache, dass ich nicht nur meinen Namen gebe, sondern selber hier mit auf dem Platz stehe. Und ja, das ist erstmal das, wo ich die Fußballschule auch mit ans Rollen bringen kann. Ich stehe täglich 3 Stunden hier mit verschiedenen Altersgruppen am Trainingsplatz und es macht mir unglaublich viel Spaß.